Das flüssige Element, Seestücke des 17. und 21. Jahrhunderts. So der Name einer neuen Ausstellung im Kunstmuseum Ahrenshoop. Auf der Vernissage am 24. Mai war das flüssige Element schon bei der Klangerzeugung der Experimentalmusiker von Liquid Soul aus Berlin beherrschend. Die Kuratorin Katrin Arietta wählte die 30 Ausstellungsexponate aus rund 3000 Kunstwerken der Sammlung Sir Rusche aus. Es gibt, denke ich, mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt. Es geht ja in diesen Seestücken um sicherlich das Thema Wirtschaft, wie ist das Leben, das Alltagsleben der Menschen mit dem Meer verbunden, ganz generell. Aber es geht auch im erweiterten Sinn eben auch um die Unsicherheiten der Existenz, die sich besonders stark zeigen, wenn man sich auf das Meer und auf das Wasser hinauswagt. Und das sind zwei Themen, die sicherlich mit einer anderen Gewichtung für die Gegenwart genauso zutreffen, dass die elementare Bedeutung, Wichtigkeit des Wassers als Lebenselement der Meere und der Ozeane für unser Leben, gerade auch in der globalisierten Welt, gerade auch unter den Bedingungen der ökologischen Krise, in der wir uns heute befinden. Und zum Zweiten hat das Wasser ja auch eine ganz starke symbolische bzw. metaphorische Bedeutung. Der Textilunternehmer Thomas Rusche besitzt eine Sammlung niederländischer Kleinmeister des 17. Jahrhunderts, die zu den bedeutendsten ihrer Art in Deutschland gehört. In der Gegenüberstellung von Werken aus jener ersten Blütezeit des Seestücks mit Kunstwerken des 21. Jahrhunderts zeigt sich, was uns von der versunkenen Epoche trennt, doch auch, was uns daraus noch nahe und verständlich ist. Mit dem Kunstmuseum Ahrenshoop hat die Sammlung Sir Rusche einen Ausstellungsraum gefunden, der zu den schönsten und profiliertesten neuen Museen in Deutschland zählt. Ich bin dankbar, in Ahrenshoop zu sein. Vor 24 Jahren kam ich das erste Mal hierhin und wurde hochkant herausgeworfen, als ich barfuß die Strandbude betrat. Umso mehr habe ich mich gefreut, denn schon damals, vor 24 Jahren, habe ich mich in Ahrenshoop verliebt, als die Verantwortlichen fragten, ob sie nicht eine solche Dialogausstellung alter Meister des 17. Jahrhunderts gemeinsam mit zeitgenössischer Kunst hier durchführen können. Sie fragen mich nach meinem ersten Eindruck. Ich bin begeistert. Die Professionalität des Museums, wie die Bilder ausgewählt wurden, wie sie hier gehängt und im Dialog gezeigt werden, die technische Perfektion, die Herzlichkeit der Menschen, die hier Verantwortung zeigen, die vorbereitete Eröffnungsveranstaltung. Alles passt, alles stimmt. Die Resonanz ist unglaublich für einen solchen ersten Nachmittag. Ich ziehe meinen Hut vor den Verantwortlichen des Kunstmuseums in Ahrenshoop. Das Kunstmuseum Ahrenshoop, das erst im August 2013 eröffnet wurde, hat sich in der Szene bereits einen Namen gemacht. Einerseits besticht die Architektur des Ausstellungskomplexes, auf der anderen Seite ist es die Qualität der Sammlung, die inzwischen auf mehr als 600 Kunstwerke angewachsen ist. Viele Exponate der Sammlung wurden neu arrangiert. Wir kombinieren die Gegenwart mit den alten Meistern. Der Brückenschlag ist das Wasser, das flüssige Element in dieser Ausstellung. Und wir sind der Meinung, dass wir, wenn man sagen würde, die Künstlerkolonie findet sich eigentlich in der Mitte dieser Bilder, die wir jetzt zeigen, ein. Die alten Meister sind 400 Jahre alt aus der Sammlung von Thomas Rusche. Die Gegenwartskunst stammt von jetzt. Irgendwo dazwischen bewegt sich die Ära der Künstlerkolonie. Und die dann eingebettet zu sehen in den Exponaten dieser Ausstellung ist sehr spannend. Ich finde es also jetzt sehr, sehr schön, wenn ich die Bilder an der Wand sehe. Und ich hoffe, dass diese Ausstellung genauso gut angenommen wird wie die vorhergehenden. Im Foyer des Kunstmuseums sind zwei Videoinstallationen von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern zu sehen. Die Verbindung zum Thema flüssiges Element ist bei den Arbeiten von Udo Radke und Michael Soltau offensichtlich. Mich interessiert bei meinen künstlerischen Arbeiten das, was unter der Oberfläche passiert, was hinter den Dingen geschieht. Und mit der Arbeit wollte ich ausprobieren, eine Mischung aus Eros und einem gezielten, leichten Kontrollverlust. Und es ist genau das,
wo jemand, der sich oder eine Frau, die sich unter die Wasseroberfläche begibt, die Augen öffnet und dann ist sie zwar in ihrer ganzen Ästhetik zu sehen, aber es sind kleine Störungen, kleine Ungenauigkeiten im Verhalten, in der Überraschung unter der Wasseroberfläche. Und genau diese Spannung von Eros und Gefahr wollte ich im Grunde genommen mit dieser Arbeit mal untersuchen. Das Kunstmuseum Ahrenshoop ist aufgrund seiner exponierten Lage mitten auf der Halbinsel Fischland-Darß inzwischen ein Besuchermagnet. Die Ausstellung »Das flüssige Element – Seestücke des 17. und 21. Jahrhunderts« ist noch bis zum 24. August zu erleben.